Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nicht Redstone Kreuzfahrtschiff, nicht Castle, plus minus herzlich willkommen. Heute leider, wie ihr seht, oder wie ihr nicht seht, ohne Facecam. Das liegt einfach daran, dass ich gerade technisch nicht die Möglichkeit habe, aber trotzdem diese Folge gerne hätte aufgenommen für euch. Und das tun wir auch. Wir möchten jetzt Folgendes machen. Also ob ihr es möchtet, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, da ihr dieses Video guckt, scheint es wohl vielleicht doch im Bereich des Möglichen zu sein, dass ihr es möchtet. Ja, es ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie kriegen wir hier Minecarts rauf und runter und sowas, ne? Also es sind so Probleme, First World Problems, für mich aber tatsächlich echte Probleme. Dame, wie kriege ich jetzt hier als Signal hoch? Das ist so eine Frage, die ich mir gerade da stelle. Das Game funktioniert soweit nicht schlecht. Man kann hier einen Spielmodus auswählen. Gelb zum Beispiel. Wir versuchen das Game mal zu spielen. Achtung, fertig, go. Minus 2, minus 1, 0. Minus 1, 1. 0, minus 1, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, minus 1, 0, boah, ist das schwer. 1, 2, 1, 0. 1. 1. Okay. 1. 1. 1. 1. Obviously. 1. Okay. 1. Ich guck mal. Also. Ich wähle aus. 1. Und jetzt zählt das System. Sollte auch auf eine 1 kommen. Oh, ich habe nicht 1 ausgewählt, ich habe minus 1 ausgewählt, ne? Kann das sein? Ja, ich habe minus 1 ausgewählt. Aber das System kommt auch auf eine 1, also das ist schön. Also immerhin, ich habe richtig gezählt, ich habe es nur falsch eingegeben, ich habe gerade minus 1 eingegeben, weil eigentlich macht das ja Sinn, dass da die Minuszahlen sind, da die Pluszahlen sind. Das habe ich hier ein bisschen umgedreht, merke ich gerade. Theoretisch, ganz mal ernst, es würde nichts ausmachen, einfach das zu ändern. Die Funktion des Games bleibt einfach noch die gleiche. Es ist einfach egal, ob ich jetzt plus minus. Es steht ja auch im Titel, es heißt ja auch plus minus und nicht minus plus. Ne? Macht ja Sinn, ne? Und das sind nämlich hier die Pluszahlen und hier die Minuszahlen. Dann ist alles genau richtig angeordnet. Ich frage mich, wie viele von euch das schon getriggert hat. So, aber natürlich möchten die Minecarts auch gezählt werden. Und nach dem Zählen natürlich auch wieder zurück dorthin kommen, wo sie herkamen. Aus diesem Grund müssen wir jetzt erstmal diese beiden Spender hier anschließen. Und das machen wir wie folgt. Ja doch, es gibt da gerade keinen eleganteren Weg als den, den ich jetzt gerade hier euch präsentiere. Hier sind auch überall die Minecarts, die das Spiel benötigt. Sag ich mal dazu. Das ist so mein Kommentar des Tages. Weil das ist, ne? Ich finde, das ist sehr, sehr schön. Das habe ich sehr, sehr schön artikuliert. Ja, ich weiß. Danke, danke. Nee, das passt nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Sekunde. Ich bin leider noch so ein bisschen erkältet. So. Die Minecarts sollen eigentlich hier oben nur irgendwie reingebracht werden. Das Problem ist, wir haben so wenig Platz. Ein bisschen doof mit dem wenig Platz hier. Das nervt mich mal ein bisschen. Wir müssen ein Redstone-Signal haben, was hier hochgeht. Habe ich mir da nicht ein bisschen den Mund zu voll genommen? Na, es geht bestimmt. Nee, geht nicht. Ich glaube, ich habe mir den Mund da ein bisschen zu voll genommen. Ach, Herre, wir müssen das auch hinkriegen. Hier unten den Rückweg, den habe ich auch schon angefangen. Ja, komm, das wird doch möglich sein, Leute. Einen Redstone-Kabel hochzuziehen. Ich überlege mir gerade, welches die beste Option ist, die wir haben, Redstone-Signal nach oben zu ziehen. Es gibt dann noch experimentelle Möglichkeiten, dass man mit dem Soul-Sand-Block arbeitet. Der wird relativ schnell das Signal übertragen, meine ich, mich zu erinnern. Warte mal. Das würde ich gerne mal austesten. Wie schnell denn so ein Soul-Sand-Block ist. Weil sonst kannst du einfach einen Wasserfahrstuhl machen. Guck mal, machen wir dann nämlich hier eine Lampe hin. Und können jetzt ganz schnell ein Redstone-Signal übertragen. Und weil wir gucken, ist da ein Soul-Sand-Block? Ja. Nein. Klick. 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 Also das geht schon recht schnell, aber das Frage ist, ist mir zu unkonstant. Also es läuft nicht zu flüssig. Dann machen wir die einfach hier hinten hoch. Ziehen wir die hier hinten hoch. Machen das mit ganz normalen Verstärkern. Verstärker geht auch immer ganz gut. Das heißt Slime und Verstärker. von hinten ist es ja egal, da sieht ja niemand was. Da ist das Game jetzt ein bisschen größer als die Fläche, die ich da eingegrenzt habe. Das ist aber nicht schlimm, das ist jetzt zu verkraften. So, meine Güte, ist das grauenhaft mit dem heiser sein. Wo legen wir das Kabel entlang? Das ist auch noch eine gute Frage. Ich würde sagen, die legen wir hier entlang. Wir haben zwei Kabel, aber von beiden Seiten kommen die Kabel. Das andere Kabel kommt von hier. Ja. Sieht ein bisschen unelegant aus, ich weiß, aber ist das Beste, was wir haben aktuell. Und das wäre dann das Kabel für Plus und das andere wäre das Kabel für Minus. Okay, da legen wir die Kabel hier so. Wir haben einmal das Kabel für Plus oder Minus. Das müssen wir oben ankabeln. Und das andere Kabel legen wir hier auch entlang. Das andere Kabel kommt von hier. Wer stört mich? Katze stört mich. Ich habe gerade keine Zeit für Castle. Aber ich komme nachher noch wieder. Also ich muss ja jeden Tag, mache ich so ein bisschen was mit Castle. Ja. Ich weiß da sogar noch eine Überraschung. Haha. Wenn ich das aber ausplaudern würde, gäbe es einige sehr große YouTuber, die stinkesauer auf mich wären. Deshalb mache ich nur eine ganz graue Anspielung und das war's. Aber es gibt Weihnachtsgeschenke, Leute. Dann schauen wir mal. Das ist standardmäßig an. Wir werden jetzt mit dem guten alten Trick arbeiten. Wir werden jetzt erstmal hier eine Redstone-Leitung erstmal entlanglegen. Wir werden mit dem guten alten Trick arbeiten, dass wir das Signal immer wieder an- und ausschalten. Wenn das klappt. Andererseits wird es ausreichen, da das System ja noch einen Moment braucht, um zu bezahlen am Ende. Also wenn ich gewonnen habe, soll ich ein bisschen Geld zurückkriegen. Wobei das Game ja eher für Spaß gedacht ist. Ne? Nicht, um hier Geld mitzumachen. So. Ach, dann mache ich das mit Verstärkern. Es lohnt sich wirklich nicht, da jetzt zu viel Effort zu machen. Da machen wir ganz einfach und banal mit Verstärkern, die wir einfach hin und her hier anordnen. Und schau mal. So, da, no. Die Frage ist jetzt, was ist was? Rechts haben wir gesagt, ist Plus, dann ist das hier Plus. Plus ist oben, und Minus ist hier. Gut, und jetzt komme ich hier folgende, jetzt kommt mein Trick, den ich mir überlegt habe. Machen wir mal einen Verstärker, sag ich schon, Kolben hier und Kolben da. Beide werden angeschlossen. Und dann brauchen wir Slime und Redstone-Block. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und ein Redstone-Blocke. Wieder so einer und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Und ein... Okay, wunderbar. Ne, Redstone-Block. Nicht wunderbar. Okay. Und wieder 1, 2, 3. 1, 2, 3 und die Spielzeit ist vorbei. So. Nein, das ist schlecht, das würde nicht funktionieren. Weil doch, das wird funktionieren. Wenn die ja runtergehen. Ja. Würde es sogar sehr, sehr gut funktionieren. Okay. Und dann natürlich jetzt in diesem Fall noch eine Verneinung reinhauen. Einmal hier eine Verneinung, einmal da eine Verneinung. Einmal so. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig geroutet. Ja, sollte richtig geroutet sein. Routing, immer wichtig. Und jetzt sollten wir theoretisch das Ergebnis in Form von Minecarts hier angezeigt bekommen. Das heißt, wir schnappen uns mal ein paar Minecarts, packen die in beide Spender rein und sollten nun ein Ergebnis angezeigt bekommen. Schauen wir mal. Wir spielen das Game. Also, weil das Game fertig ist, sehen wir ein Ergebnis. Wenn wir alles richtig gemacht haben. Go! Ja, minus 1. Minus 2, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Minus 2, minus 3. Oh, ich habe nicht mitgezählt. So, das Game ist vorbei. Das hätte nicht passieren dürfen. Warum blinkt das denn jetzt hier? Eigentlich hätte das gar nicht zählen dürfen. Hab ich vergessen, das Game zu resetten? Belzebub, ich habe vergessen, das Ding zu resetten. Shit. Das ist natürlich jetzt meine Schuld. Ich habe vergessen, das Game zu resetten. Und deshalb war permanent der Output aktiviert. Aber es sollte funktionieren, theoretisch. Glaube ich zumindest. Ja, zweiter Versuch. Diesmal resetten wir allerdings das Game auch mal. Ne? Dachte ich mal, ist so eine gute Idee. So, ja, finde ich eine gute Idee. So, und jetzt nochmal Konzentration. Wir spielen. Go! 1, 0, minus 3. 1, minus 3, minus 0, 1. Oh, ich bin raus. Boah, ist das schwer. Ich bin raus. Raus. Es ging zu schnell für mich. Tut mir leid. Ende. Das Game ist vorbei. So, ich kann jetzt das Ergebnis eintippen. Ich weiß nicht, ich tippe jetzt mal einfach mal 2 als Ergebnis ein. Sobald ich das Ergebnis eingetippt habe, zeigt uns das Game an, was das richtige Ergebnis ist. Minus 1, ne? Kann das sein, dass das minus 1 das Ergebnis ist? Ja, offensichtlich. Ach so. Ich wunderte mich, dass das hier noch läuft. Aber gut, das läuft natürlich richtig. Das läuft ja hinterher. Okay, minus 1 wäre das richtige Ergebnis. Ich werde das Game auf leicht spielen, um zu überprüfen, ob das wirklich funktioniert. Aber resetten wir es nochmal. Wir spielen nochmal eine leichte Partie. Also kürzere Partie. Go! Minus 2. 0. Oh, ich cheate jetzt. Minus 1. Minus 2. Minus 3, minus 4. Minus 4. 4 Minecarts sollten jetzt hier sein. Okay, minus 4. 0, 1, 2, 3, 4. Sollte das hier sein. Minus 4. Mal gucken, was das richtige Ergebnis ist. Und das System zeigt uns das nämlich jetzt hier an. 1, 2, 3, 4. Yes, ich habe richtig gedrückt. Und weil ich richtig gedrückt habe, würde ich jetzt auch den Punkt bekommen. Den ich auch schon, der wurde mir schon gut geschrieben. Jo, krass. Okay, das Ding funktioniert. Die Technik funktioniert. Juhu. Und die zeigt uns das hier an. Jetzt gibt es noch eine Sache, die hier ergänzt werden muss. Und zwar das hier. Das soll, also die Minecarts sollen ja auch wieder resettet werden und zurück nach oben gebracht werden. Und da müssen wir auch den Bezahlmechanismus machen. Fertig. Das ist das Game fertiggestellt. Jetzt auch eben Folgendes. Wenn das Game beendet ist, woran erkenne ich, dass das Game beendet ist? Daran erkenne ich das, dass das hier ausgefahren ist. Okay, solange der ausgefahren ist, soll dann das hier zu sein. Das heißt, wir verbinden das nochmal eben kurz miteinander. Oh. Lasset uns verbinden. Lasset uns verbinden. Entschuldigung. Ich weiß, das ist cringy. Oh, die sind ausgefahren. Jetzt sollen sie nicht mehr ausgefahren sein. Und die Minecarts fallen hier runter. Genau, und die werden jetzt einfach hier unten gecleart. Das ist ein ganz einfaches System, funktioniert aber top. An dieser Stelle wird immer noch ein Minecart durchgelassen. Das System ist einfach und funktioniert. Ja. Die Minecarts werden dann hier kaputt gemacht und zurück nach oben gebracht. So, das muss natürlich auch noch gemacht werden. Das wäre auch nicht zu vergessen. Wobei man die eventuell auch einfach hochfahren lassen könnte, wie mir gerade aufgefallen ist. Man kann auch einfach hier eine Minecart-Schiene machen, die die nach oben fahren lässt. Ja, und dann haben wir hier eine Trichterstraße. Zack, zack. Die geht dann hier hin. Da kommt da Sand und ein Kaktus hin. Oh. Müssen wir gar nicht kompliziert halten. Wir machen jetzt hier eine Schiene. Die fahren hier zurück nach oben. Fertig. Die Minecarts müssen ja nicht schnell nach oben gebracht werden. Die anderen müssen schneller nach oben gebracht werden. Es ist wichtig, dass die schnell nach oben gebracht werden. Die hier, da reicht es aus. Da reicht die Schiene aus. Wobei, wenn wir die jetzt... Nein, das geht nicht. Das Problem ist, wir haben jetzt ein bisschen Platznot. Aber ich habe ja gesagt, wir bauen jetzt ein bisschen weiter dahinter, ist nicht schlimm. Am Ende geht es hier auch nicht um Platz, sondern es geht darum, dass die Technik funktioniert und dass ihr sie verstanden habt. Das ist mir ja das Wichtige und nicht, dass wir hier möglichst platzsparend gearbeitet haben. Das ist ja das Unwichtigste von allem, meiner Meinung nach. Für Redstone-Technik sollte man sich immer so viel Platz nehmen, wie gerade da ist. Wenn man wenig Platz hat, dann ist es natürlich eine große Herausforderung. Yes, aber ansonsten ist es nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen hier und da runterkommt. Nicht übertreibt. Sagt der Richtige, ne? Das ist die Rückschiene. Ja, dann haben wir nämlich die andere Schiene, geht nämlich hierher. Hm, haben wir doch gar nicht alles so verkehrt gemacht. So, na dann schaut mal her. Jetzt müssen wir mit einem von Redstone-Blöcken die Schiene gar nach oben kriegen. Und im nächsten Part schauen wir uns mal an, wie es wird. Yes, wir nähern uns langsam dem Ende von diesem wunderschönen Spiel hier. Bald haben wir es geschafft, bald ist die Technik fertiggestellt, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ups, habe ich einen Fehler gemacht. Aber ist nicht schlimm, den Fehler können wir ganz leicht korrigieren. Ja. Also, an dieser Stelle... noch eben diese Schiene verlegt. Ich werde das dann gleich zwischen, also während die Endcard spielt und die nächste Folge beginnt, fülle ich das hier auf mit Minecarts, dass hier genug Minecarts nach oben fahren, dass wir immer genug Minecarts da haben, um anzuzeigen, wie viele Digits man ausgewählt hat oder nicht. Ja. Und in diesem Sinne, liebe Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und ciao.